Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Explorers. So viele PPP ist da drin. Das ist. Habe ich. Ach, ich habe schon mal ein Loch reingraben wollen, genau. Wer schwingt da? Ich wollte. Glaube ich, habe ich gesagt, mal schauen. Weil wir haben ja hier unten drunter unter uns einen Tunnel und ich muss mal schauen, ob da nämlich ein paar Leute noch unten drin sind, weil ich da so ein, zwei Leutchen vermisse, die meiner bescheidenen Meinung nach hätten da sein sollen. Und da weiß ich jetzt gar nicht, wo fangen wir denn an? Gehen wir hier in die Ecke. Mal kurz auf die Karte schauen. Wenn wir hier um diese Ecke stehen. Da. Da ist dort eine große Höhle. Oder machen wir es aus dem Innenhof heraus? War da so ein Innenhof drin? Hier. Da geht es leicht nach oben. Also es geht halt nur darum, dass wir auch eine vernünftige Stelle finden, wo man dann nach unten. Hier ist eigentlich alles oben drüber, unten drunter. Da hinüber wäre jetzt eigentlich ein schöner Weg, wenn wir das hier durchbauen würden. Und das machen wir jetzt auch. Weil wir haben jetzt die richtige Ausrüstung dafür. Sorry, dass wir mal wieder hier was, mal wieder Löcher graben. Aber ihr wisst ja, wie das so ist. Man muss ja sehen, wo man bleibt. So ist es noch nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Immer so ein bisschen dahin, so. Genau. Komisch, dass hier aus dem Dirtblock keine. Ja, der Weg ist gut. Dass ich hier aus dem Dirtblock keine. Kein Schwefel rausbekommen, weil danach hätte ich jetzt wirklich Unmengen an Schwefel. Das wäre ja schon fast nicht mehr feierlich, was ich an Schwefel jetzt hätte. Oh, hier wird es grün. Und nicht runterfallen bitte. Und wir werden jetzt erstmal ganz schnell, weil wir es gerade können. Crafting Decoration war das, glaube ich. Wo ist es hin? Dieses lustige Lämpchen. Da. Warten wir mal eben schon, wenn wir jetzt echt mehr als genügend von dem Zeug, wobei so viel sehe ich gerade. Also übertrieben viel ist es letztendlich auch nicht, ne? Wir tun einfach mal hier eine Lampe hin. Da so hin. Und laufen wir mal schön runter und stellen uns hier eine an die Wand dran. So, die Frage, wie man gehen wir da am dümmsten nach unten, ohne dass wir uns gleich alle Gräten brechen. Können wir vielleicht zufällig, da gab es ein Teil. Ach, hier kommt es ja schon. Wooden. Hallo? So. Ich bin wieder da. Hat jetzt nur ein paar Ladeversuche gedauert. Ja, ist mir vorhin einfach abgeschmiert. Zwar noch etwas kontrolliert, wie es sonst manches Mal, allerdings doch so. Ja, dass da ich neu laden musste. Beim ersten Mal laden bin ich direkt vor einem Eingeborenen gespawnt, der nichts anderes zu tun hatte, als mit der Axt auf mich drauf zu hauen. Da war ich weg. Unsere Rüstung ist auch weg. Und gleich nochmal schauen, ob ich ihn nicht zufällig noch wenigstens einen Teil davon bauen kann. Weil das ist jetzt ein bisschen schade, die sah echt cool aus, aber aushalten tut sie offenbar gar nichts. Defense 22, was hat mir sonst für eine? Die hat 24, Bronze, Guard 35. Da müssen wir nur Bronze bauen, Bronze brauchen wir. Nochmal ganz ehrlich.
Die würde zwar echt viel cooler aussehen. Aber. Wie sieht's mit der hier? Stil 40. Also die da. 40. Können wir auch bauen. Silber. 46. Gold 51. Aluminium, glaube ich, können wir nicht, weil das ist einzig. Doch Alu. Alu haben wir nämlich nicht gefunden, genau. Stahl 2 macht 55. Silber 2, 71. Na. Das ist jetzt aber die Frauenvariante. Ach, hier unten. Ganz ehrlich. Silber 2, 71. Wir brauchen dafür 2, 4, 5, 6. Hey. Okay, da brauchen wir noch 12. Mach gleich ein paar mehr. So. Jetzt will ich davon, brauche ich 6 Stück. Oh oh. Bleibst du da? So. Nehmen wir gleich mit. Herzlichen Dank. War der Bombe schon immer? So. Und dann ist das hier auch die Männchen-Variante. 1. Hose 2. Genau, Armdinger. Und die Boots. Ein Helm gibt es dafür aber offensichtlich nicht. Goldhelm gab es noch. Ja gut, einen coolen Helm haben wir ja eigentlich. So, und dann tun wir uns hier noch ein bisschen Gelee zwischen die Kiemen. Und jetzt Equipment. Sind wir aber mal sowas von cool. Naja, kann sich doch sehen lassen. Sollen wir direkt ein bisschen, was sagt der Charakter-Screen? Stamina Shield Energy Adaptiv ins 192. Jetzt können wir uns natürlich, wenn natürlich das Schild noch so funktionieren würde, wie es mir vorstellen würde, hätten wir uns noch ein Schild drum gepappt. Aber Schild hält leider auch unsere eigenen Nahkampfangriffe ab. Also die ich erstmal so ein Ding. Und noch ein bisschen was. So, und dann außerdem versuchen wir es jetzt natürlich nochmal, uns dort unten reinzugraben. Wir müssen uns echt mal noch ein cooleres Schwert zulegen bei Gelegenheit. Am besten irgendwas Blauleuchtendes. Aber wie gesagt, eigentlich schade, dass es jetzt keinen Helm gibt. Da möchte ich nochmal schauen, wenn ich jetzt hier nochmal. Nee, wo war's? Da. Helm. Kupfer, Kortikal, den haben wir jetzt. Wir nur 14. Macht der schon 15 Stahl. Silberhelm. 29. Oh, da, das ist. Okay, dann. Ich muss wenigstens ausschauen, wie er aussieht. Also, bauen wir mal ein. Natürlich ist eigentlich schade. Schade. Okay. Habe ich mir eigentlich jetzt gerade schlimmer vorgestellt, als wie er gerade ist. Stahlhelm. Why not? Okay, wir sind ausgerüstet. Wir craften noch eben schnell das, was wir vorhin schon mal getan hatten. Wo ist es hin? Davon. Und wir hatten auch vorhin die Bedürfnis vielleicht nach ein paar Leitern. Und ich gehe auf Nummer sicher. Wie könnte es auch anders sein? Speichern. Und das Ding will ich nie wiedersehen.
So. Dann, da ist die Schaufel. Machen wir jetzt mal ein bisschen Loch rein. So richtig runterrutschen oder aber auch nicht, der Kollege. Nein! Genau das, was ich nicht wollte. So, können wir das vielleicht noch ein bisschen... Nein. Damit noch ein bisschen korrigieren. Dass es wieder eine schöne Fläche ergibt. So, und da vielleicht noch. Danke. Oh, unsere Goldschaufel hat aber schon ein bisschen Schaden wieder genommen. Eigentlich müssten wir jetzt genau da wieder rauskommen, wo wir letztes Mal waren. Ob wir hier einfach rückwärts den Berg runterrutschen. Und genau da sind wir nämlich jetzt auch. Müssen wir hier oben noch ein bisschen Zeug wegnehmen. So, da noch ein bisschen weg. Oh. So, und ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass ich letztes Mal an dieser Stelle die Lampe aufgehängt habe. Deswegen lasse ich das zumindest mal weg. Wir sortieren nochmal. Wo ist denn jetzt? Da sind die Items. Und schauen wir mal, können wir das irgendwie ein bisschen... Mal sehen, ein bisschen runterfallen können wir. Sehr gut. So, können wir das jetzt mal hier? Achso, die. Hier gehen die nicht aufeinander. Will ich nochmal ausprobieren. So, jetzt stelle ich dann eine Leiter hin. Doch, die reagiert schon aufeinander. Was? Kann ich die jetzt nicht... Ach, eh, Climb. Ha. Man climbt eine Leiter. Also da gibt es extra... Das ist natürlich cool, dass es das Menü dazu gibt. So. Das ist natürlich jetzt cool. Da kann man sagen, was man will. Jetzt klettern wir noch ein Stückchen weiter nach oben. Okay. Aber auch abspringen kann man offenbar nicht. Da müssen wir mal schauen, wie wir da drauf kommen. Kann ich vielleicht irgendwie... Nee, kann ich nicht. Ist noch nicht ganz optimal. Weil ich nämlich jetzt da oben müssen wir doch uns ein paar Hilfsteile reinbauen. Zum Beispiel müssen wir da, na so, vielleicht da. Na komm, das schaffst du, genau. Also wir können auch so ein bisschen an der Wand hochklettern, wie man sieht. Na, komm. So, sehr schön. Reicht das schon? Ne, reicht noch nicht. Na komm, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Na. Und hopp und hopp. Genau. Get.
Müssen wir nochmal nehmen. Können wir da mal irgendwie hochklettern. So, was machen wir jetzt? Machen wir hier einfach noch ein Stückchen Erde weg. Oder tun wir auf jeden Fall, wenn wir das mal hier oben noch ein Stück Erde entsorgen. Weil dann können wir das Ganze nämlich noch ein bisschen ausbreiten. So, dann müssen wir da noch ein bisschen hingehen, da noch ein bisschen nach. Also es ist gar nicht so einfach, das so zu platzieren, wie man es gerne hätte, muss ich mal sagen. Es ist nicht so simpel, wie es aussieht. Aber so geht's. Da noch eine Ecke weg. Und hier noch eine Ecke weg. Na, mach's weg. Aber da können wir eigentlich jetzt auch relativ beruhigt so ein paar Wege direkt in die Tiefe machen, ne? Hat natürlich auch was Cooles. Denn wir wissen jetzt, es geht mit einer Leiter. Immer weiter. Ich bin glaube ein bisschen so. Oh, da geht's weiter. Können wir hier mal noch eben Le Puree. Bevor ich jetzt mal auf die Karte schaue. Hier jedenfalls. Hier jedenfalls ist. Da ist ein Stück unserer Basis, der Stadtpunkt ist jedenfalls. Ich sehe es nur gerade nicht. Das Ding wollte ich haben. So, auf der Seite. Auf der anderen Seite ginge es eigentlich auch weiter. Da müssen wir mal schauen, wo das ist. Wo hier eventuell Hohlräume sind. Auf jeden Fall haben wir da schon mal einen Weg in die Basis. So, mal schauen. Mal auf die Karte. Mal ein bisschen ranzoomen. So, wir sind jetzt in diesem Hohlraum herausgekommen. Da ist ein Hohlraum und da hinten geht es weiter im Hohlraum auf der anderen Seite. Das heißt, wir graben uns mal da eben. Wo ist es? Da durch. Weil nämlich dort irgendwo unsere verschollenen Brüder sind, die wir unbedingt finden wollen. Ich dachte schon, dass die Schaufel ganz hinüber, aber es blieb noch nicht so. Und vor allen Dingen ist es auch schön hell, das ist gut. Wobei langsam wird es Nacht, da kommen wieder die ganzen Viecher hier aus der Erde. Das ist dann nicht so schön. So. Aber wie gesagt, zum Glück ist das relativ nah alles hier beisammen. Warum läuft denn immer so weit? Liegt das in dem neuen Anzug, dass der hier denkt, er muss sonst wohin laufen? So. So. Oh, da kommt schon wieder das nächste Material. Sehr schön. Und wir sind quasi durch. Können wir das noch irgendwie ein bisschen schöner anschrägen, die ganze Sache? So. Okay. Da hier ist wieder Erde über uns, wie ich sehe. Und sonst nicht sehr viel. Nachteil ist aber auch, ich sehe hier nirgendwo unsere Leute. Schauen wir nochmal hier ganz kurz. Ja, wir sind eigentlich da, wo Musik weg ist. So, und eigentlich wird es von hier aus auch so ziemlich nahtlos nach da drüben gehen. Und ich werde
Ich werde auch den Weg beschreiten. Weil ich nämlich. Also ich hoffe ja, dass hier irgendwo noch Leute eigentlich sind, die nach oben gehören würden, weil ich sehe noch die blauen Punkte, dass Leute da wären. Aber ich sehe sie nicht. Und vielleicht sind auch welche dabei, die mir ein paar sinnvollere Aufgaben als dieses Sammeln da geben. Dass ich eigentlich noch ein paar Gefährten bekomme. Das ist eigentlich das Listige an der Sache. Dass ich auf die Art und Weise hier keine nennenswerte Truppe so aufstellen kann. Was mir noch mehr stört, ist, dass ich noch nirgendwo eine andere Basis gefunden habe. Und ich hätte doch gehofft, dass sie ein bisschen öfters da sind. Und ich meine schon, dass ich das vor Urzeiten schon mal ausprobiert habe, dass das dann so ein Fragezeichen auf der Map ist, das man dann sieht. Also eigentlich müsste man, ich weiß noch nicht, ob ich dann so selten schaue, weil die anderen roten Punkte sind ja auch nicht mehr da. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das daran liegt. Ja, nichtsdestotrotz sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann die andere Seite dieses Tunnels erreichen und wo hoffentlich auch wieder eine Musik da ist. Weil diese Musik ist gerade an mir abhanden gekommen. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Ja, also dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.